InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. In den Fußball-Europameisterschaftsrummel hinein war die Riedberg-Olympiade eine willkommene Alternative. Vom endlosen Zuschauen wurden die Kinder wieder zur Eigenaktivität gelockt. Nicht einmal Österreich als Fußball-Weltmeister könnte die vielen Jugendlichen von der Teilnahme an den Spielen abhalten. Das war aber der 38. Riedberg-Kinderspiele. Also seit 1970 sind die hier und am Riedberg, wir sind stolz drauf, dass wir auch jetzt noch immer wieder Riedberg-Kinder und Leute haben, die was mithelfen und mittragen, die Spiele zu veranstalten. Einen ganzen heißen Tag lang wurde am Riedberg gefahren, wettgekämpft und geschwitzt. Finde ich sehr notwendig. Ja. Vor allem der Riedberg war immer so eine Art große Gemeinde, großes Dorf. Der Riedberg soll zusammenhalten. Ja. Und da möchte ich halt von der Pfarrei aus, von der Kirche aus, was beitragen. Ja. Dass die Leute sich freuen und da sie sich zu Hause fühlen. Ja. Am Riedberg dauert eine Olympiade, der Zeitraum zwischen den Spielen nicht 4 Jahre, sondern nur 1 Jahr. Also auf Wiederkämpfen im nächsten Jahr.